Jedenfalls wird der Call erstmal mit Einheiten. Und herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und einer weiteren Folge von Supreme Commander Forged Alliance. Ja, wir haben heute bei mir im Team, direkt neben mir, der Nitronik, darunter der zwei Senator und ganz unten der Low Flying Swallow. Seid gegrüßt. Hallo. Hallo. Hi. Und wenn ihr euch wundert, ja, heute keine Facecam bei mir, weil kein Bock. Und achso, im gegnerischen Team haben wir gegenüber von mir Nephisto, darunter Dystori, dann kommt Badroxa und ganz unten der Koika von 63, dass wir das auch noch gesagt haben. Und ja, genau, heute genau, keine Facecam, weil kein Bock. Und wenn ihr euch wundert, warum doch Aufnahme, ja, weil ich erst nächste Woche auf der Gamescom bin. Das ist ja alles um eine Woche verschoben. Das heißt, es wird dann darauf folgend eine Woche keine Dings geben. Keine Aufnahme und Gedöns. Das heißt, jetzt ist Gamescom, wenn ihr das seht. Dann ist die Gamescom schon rum. Ist, ja. Oder, so, beziehungsweise ich bin nicht mehr auf der Gamescom. Ich weiß gar nicht, wie lange sie geht. Geht die bis Sonntag? Ja, nein, vielleicht. Ich mag Toast. Bestimmt Toast. Ich glaube, Jo, Ping, natürlich. Geh mal aus dem TS raus. Vielleicht hilft das was. Echt jetzt. Ohne Nitronik im TS. Super. Tolle Wurst. Aber lieber ohne TS, als dass er rausfliegt. Ist relativ viel. Zieh dich ein bisschen zurück. Ja, ja, ja. Ich komme. Da kommt Flieger, oder passt auf, gell? Ja, das. Ja, das krieg ich irgendwie gerade nicht hin. Bitte? Ja, irgendwie habe ich mich verbaut. Sorry. Danke dir, dass du erstmal das kurz weggemacht hast. Ja, das ist dummerweise noch da. Ja, aber zum Teil hast du schon ein bisschen was weggemacht. Das ist ganz nett von dir. Ja, das ist. Hat jemand Energie über? Ein bisschen. Wäre ganz gut, ich hab grad ein bisschen. Minus.
Oh ja, vielen herzlichen Dank. Der Leben ist gewürzig. Dann kommen wir hier noch rein. Ja, irgendwie heute eine ganz schöne Stille hier. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sonst dauert das Spiel nicht allzu lange. Baroxa macht ziemlich viel Luft, gell? Du hast, ja, also ich bin irgendwie gerade gelähmt. Aber wieder keine Energie, es ist zum Kotzen. Irgendwas falsche Update gemacht. Einheiten kommen auch nicht. Nochmal einen Energieschub bitte. Danke. So, jetzt kommt ein Gun Upgrade Commander mit Schutzschild. Echt, oder? Nick, oder? Nee, Zeusi. Zeusi, aber. Hat sich gerade noch gefangen. Alter, da stehen ja schön T2 Heavy Tanks. Ich brauche Unterstützung, Jungs, sofort. Ja auch, hier unten. Ja gut, dann stirbt. Du musst Nitro sagen. Bei dem. Ich hab auch hier unten nicht viel, was ich irgendwie was anfangen finde. Oh, das ach, endet schon schlecht. Oh Mann. Also Leute, das ist jetzt aber schon ein saumäßig Swallow, was du da wieder ablieferst. Ja, das ist, Komm zu mir rüber, da sind wenigstens ein bisschen Geschütze. Ich bin, weg sozusagen. Also ich meine, wie hat der das geschafft? Der macht immer nur Tech 1 Spam ohne Ende. Ja, nee, hab ich hier auch. Dabei. Oh Mann, ey, aber er hat Tech 2 Einheiten. Da geh ich auch gleich hops. Einheiten, lasst euch doch nicht so am Arsch herumführen, ihr Vollidioten. Mensch, das kennt doch nochmal.
Na, jetzt ist Baroxa auch tot. Ah, Mann, ey. Das haben wir echt verloren, das Scheiß-Game, ey. Ich glaub's nicht. Nicht gleich so pessimistisch, Gas geben. Ja, guck dir mal unsere Seite an, Junge. Haben wir die andere Seite einen Schwachpunkt irgendwo? Nee, ne? Oh. Nee, du spielst bei uns. Scheiße, ich komme mir überhaupt gar nicht. Ich kriege ja keinen Zugriff mehr aufs Game. Hast keinen Zugriff mehr? Ich bin drin, ich komme nicht ran. Ja, T2 Gunships, genau, jawohl, ich liebe euch alle. Hat jemand Luftabwehr? Ich brauch was. Dringend Gunships bei mir. Da kommt, endlich die zweite Welle. Ich hab schon gedacht, es bleibt aus. Du könntest mit deinem Commander wenigstens zu uns hochlaufen, dann könnte man dich besser schützen. Ich sie mach hin. Ich kann dir leider nicht helfen, ich habe oben selber Probleme mit Luft. Ja, du, ich lauf dir, um Gottes Willen, ich seh's ja selber, das ist, ja. Nick, bau mal bitte Einheit. Scheiße, warum kommst du nicht hoch mit deinem scheiß Commander? Wohin denn? Zu uns hoch! Du bist gerade voll offen zum Abschuss. Ja, meine ganze Basis ist weg. Das ja, ist und dann rennt doch wenigstens deinen scheiß Commander, Mann! Und dann baue ich mich bei euch mit nix auf. Ja, besser wie verrecken, oder? Mann. So schnell verreckt mein Commander noch nicht. Das hat's wohl doch ziemlich bald. Dann müssen wir schon mal ein bisschen draufballern. Dann machen wir direkt. So kann ich euch wenigstens noch ein bisschen vom Leib halten, also. Wir brauchen dich aber langfristig. Ja. Ich hab 8 Gunships, die ich mitziehe.
Ey, also ich bin raus aus dem Spiel, ich hab dir keine Chance mehr, erstmal. Du kommst mit Mephisto gut klar, den machst du jetzt weg. Nee, mach ich gar nicht. Der kriegt Unterstützung, total viel Luftunterstützung. Ja, ja, ich seh's. Ich kann auch nichts machen. Bitte einfach dranbleiben, weiterkämpfen, 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 bitte, bitte, bitte. Ja, keine Sorge, ich bin schon. Achtung, Swallow, die kommen wieder zu dir. Ja, ich sehe es gerade. Die kommen aber von beiden Seiten wieder, ne? Ich hatte ja gedacht, die Einheiten am Anfang würden... Nee, da muss ich mal ganz klar mir die Schuld geben, weil das habe ich, glaube ich, verkackt, das Game. Ja, also... Die Einheiten sind hier abgeprallt beim Coin, ne? Da war ja überhaupt nichts, was jetzt irgendwie Eindruck auf die gemacht hat. Nee, es ist auch bei mir irgendwie, als ich dann Einheiten hatte, als ich dann nachgezogen habe, irgendwie, ich habe nichts wegbekommen von denen. Ja. Jetzt komme ich aus der Ecke nicht mehr nee, raus. Nee, da kommst du doch nicht mehr raus. Weil solange keine Luft da ist, große Stadt auch keine Luft mehr. Ja, das ist. Koi ist wieder an uns beiden vorbeigerannt, das ist zum Kotzen natürlich. Aber wenigstens was für die Quote, dass du wieder als erstes explodiert bist. Danke. Ich muss mir ja treu bleiben. Think positive. Oh nein. Ich soll mich jetzt den Wahnsinn wieder. Oder stand der da auf einem Hügel? So einen kleinen Massenschub von vielleicht 5. 100 Masse, so oder 50 Masse vielleicht. Zumindest kann ich eine Technik abbrechen, also wenn ich was forsch beim Commander. Vorsicht! Was ist los? Ich würde gern das, was ich unten hier, diese Zusatzteile beim Commander, die kann ich jetzt abbrechen. Wenn du Stopp drückst, aber lass, was brauchst du? Ressourcen, Masse, das? Masse kurz. Okay. Bitte. Ist mein Commander wenigstens etwas schusskräftiger? Oh. Ja, Nick hat auch keine Chance, glaube ich.
Mephisto Attack 3. Sagen wir gleich noch mal ein bisschen Energie braucht. Jetzt noch nicht. Ich hab gedacht, ich schau mal wieder vorbei. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, da sammeln sich ein paar Einheiten. Hast ja super schön gebunkert da. Bringt sehr voll. Was meinst du? Nitronik. Scheiß Bunkerei da. Mal gucken, was er mit Wasser für Einheiten anfängt. Aha. Was hat er jetzt von seiner Scheiß-Tortelei? Jetzt wird er niederbelagert. Oh, falsche Taste. Taktische Raketen, die da kommen, Nick. Natürlich sind das taktische Raketen, aber es ist eh scheißegal, weil die in kürzester Zeit mit einem Experimental kommen. Ja, solange die da hinten die ganzen Felder noch haben. Echt jetzt, oder? Dann brauche ich das auch nicht mehr. Klar, komm, die machen wir noch fertig. Ja, ein Scheiß.
Hä? Und wo bitte geht die Energie jetzt hin? Ist die Anzeige von meinem Commander verbuggt. Zeusi, bleib nicht so dumm stehen. Achso, du willst versuchen, deine Basis zu retten, gell? Bleib nicht so dumm stehen, willst du mich verarschen? Was soll ich denn hier noch machen? Was meinst du für eine Basis, bitte? Hast du mal ganz kurz geschaut, was noch da ist? Wir spielen zu zweit gegen die. Ja, und? Niemals aufgeben. Niemals. Das wird man erst vor sich als Idiot dargestellt. Ach, jetzt ziehst du dich wieder zurück. Achso, geht deine eigene Basis. Das ist ja schon nicht fängig. Und das war wieder eine Runde Let's Play Together mit Vorsicht. Du sollst dir alle mitbringen? Bringen! Ja, so weit komme ich glaube ich noch. Deine Defizite in der Gesamtpower. Upgrading Shield, komm, da geht noch was. Gib mir mal Energie. Ich bin tot. Ist gut, wenn man nichts sieht. Macht nichts, deine Einheiten, die letzten, die du noch hast, die waren jetzt auch dabei beschossen. Wir brauchen mal größere Maps. Ja. Und ich mache auf jeden Fall nie wieder Boden. Du hast ja gar keinen Boden gemacht, du hast ja nur geturtelt. Natürlich habe ich Boden gemacht. Boden-Turtle, ja? Ich hab gerusht. Wo hast du gerusht? Die paar Einheiten, wo du da rausgelassen hast. Ich hab eben mein Bestes gegeben. Bello, bist du noch da? Ich bin noch da. Ich schlage mit dem Kopf auf den Tisch. Der Einzige, der hier überhaupt gerusht hat, war Vorsicht. Und wir anderen drei, wir waren eigentlich nur der Defensive. Ich hab versucht anzugreifen. Was habe ich versucht? Die sind aber alle abgeprallt, die Einheiten. Willst du damit sagen, wir waren die laufenden Atombomben, die ein paar Einheiten zerstört haben für ihn? Kein Wunder, dass ich abgeprallt bin. Warum? Ich hatte gedacht, ich habe einen Einheitenvorteil gegenüber seinen. Das scheint aber nicht so zu sein. Hast du es gerade nochmal angeschaut, oder was? Ja, ja. Aber was ist eigentlich mit Distory? Hat man den irgendwie mal in dem ganzen Spiel gesehen? Ich glaube, der hat alle Ressourcen gleich Koi gegeben, oder? Nö, der hat auf Tech 2 gemacht und hat dann mit ein paar Tech 2 Einheiten was reingeschoben. Ich sehe aber von dem jetzt noch nichts. Ich sehe von dem die ganze Zeit nichts. Der macht immer nur Tech, der macht sonst nichts. Koi ist dieser verfickte Spammer. Ja, und der ist so einfach zum Dagegenhalten. Finde ich nicht. Übrigens, du hast so ein bisschen Gegenwehr bei dir auf der anderen
under attack. Sag los! Sag echt los! Stirbt, ihr Wichser! Ich nehme euch alle mit! Nein! Nein, die sterben alle, was? Mein T3-Bomber hätte es auch so gerne getan. Ich hab alle Kills gemacht, ist mir gerade aufgefallen. Ja klar, mit Unterstützung von uns. Also. Ich hab keinen ordentlichen Kill gemacht. Nee, ihr habt verloren. Haha. La 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 la. Gute Arbeit, Jungs. No data available. Was? Nein. Nein, das war natürlich ein faires Spiel, was wir halt haushoch gewonnen haben. Und es war einfach peinlich, wie ihr gespielt habt. War ganz normal, Leute, ne? Da gleiche Teams, nochmal andere Karte. Ich finde mein Team auch peinlich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, diesmal war es wirklich nichts. Das muss man sogar mit mir am Spur, ne? Also ich find's das schon so schlimm, ja? Dass zwei Leute aus meinem Team wussten, dass da ein Idiot da ist, der nichts anderes macht als Spam. Und sie haben es zu zweit im Team nicht geschafft, T1-Spam abzuhalten. Und das sind Leute, die sogar einen gewissen Grad an Erfahrung haben. Ja, aber hey, das habt ihr auf meiner Seite auch gemacht, ne? So ist es ja nicht gewesen. Hi, ich habe 4 Kills gemacht von 4. Ja, aber ich meine, wir beide haben uns wenigstens einigermaßen gehalten, so gegenseitig. Ja, du, komm, so. Ja, aber ihr habt zu zweit gegen mich gekämpft und ich habe euch abgehört, Mann. Leute, Wayne. Ja, bitte? Ja, und wir haben alle gemerkt, dass ich scheiße auf in Rush. Neue Map, gleiche Teams. Ja, aber das Ding hat auch gemeint, dass er nicht mehr mitmacht. Also so sieht's aus. Auf jeden Fall, danke, dass ihr dabei wart. Danke euch da draußen, dass ihr dabei wart. War eine schöne kurze Runde. Action war trotzdem mit dabei. Wir nächste Woche eben keine Aufnahme meinerseits, weil ich auf der Gamescom bin. Und wenn ihr irgendwo da rumlauft und mich seht, dann redet mich doch an oder lasst mich in Ruhe. Mir egal. Sage ich euch dann schon, ob ich Lust und Laune habe. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt vorsichtig. Bye bye. Tschüss. 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 Ich laber gar nicht mehr, Moderation.